Ja, huhu, hier wieder bei Koalis, komischer Gruppe. Das ist ein viel besserer Einstieg, da muss ich nicht Terra zuerst sagen. Obwohl, letzte Folge haben wir gesagt, es ist Terras komische Gruppe. Die hat ja dieses Let's Play übernommen. Ja. Ja. Diesmal auch mit. Ja, bist aber ziemlich auseinandergegangen. Diesmal auch mit Grezzard und Lessrak Dark. Willkommen. Ja. Lessrak als einziger hier nicht in meinem Security-Team zuständig zu hier. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe mir das schon immer mal gewünscht, mit dir in der Aufnahme zu sein. Bist du mit Terra? Nee. So, ja. Orochi-Lager, erste Quest. Annehmend ein bescheidener Vorschlag. Video. Ich bin beeindruckt, obwohl unsere beträchtliche Investition in Rauch aufgeht. Ich grüße Sie. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Es geht darum, dass wir beide tun, was wir gut können. Ich gebe Anweisungen. Sie helfen mir, die Operation zu beenden. Bedenken Sie, falls diese schmutzinfizierten Bestien, Verzeihung, diese schmutzinfizierten Pechvögel mit Technologie des dritten Zeitalters das Tal verlassen, wird unser beider Leben schwierig. Für mich wäre es nur ein vorübergehender Rückschlag. Für Sie. Ganz genau. Kämpfen Sie sich durchs Lager, aber gründlich. Eliminieren Sie alles. Lieber verbrannte Erde als Reue, finde ich. Ich informiere Sie über diese nicht zurückverfolgbare, verschlüsselte Leitung. Okay. Das Wachgeschütz aktivieren. Ich glaube, diese Reihe von Wachgeschützen hat eine KI mit Freund-Feind-Erkennung. Ein Reboot würde sicher nicht schaden. Und wie wir alle wissen, ist diese Freund-Feind-Erkennung nicht ganz so zuverlässig. Deswegen stellen wir uns mal hier ganz hinten und lassen das SWAT-Team ran. SWAT-Team, oh, fast. Sehr schön. Gut, ne? Ich stehe hier hinten bei den Pets, da wo ich hier gehöre. Muss schon mal dran gewöhnen, den Lessack zu heilen. Ist nicht viel. Zur anderen Seite des Lagers gehen. Immer der Terra mit ihrem bunten Vogel folgen. Terra, das ist ein Vogel. Nur ein? Ich glaube, wir müssen auch hier rein, kann das sein? Ja. Also ich muss hier rein. Sie haben es, glaube ich, gefixt. Ja. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Wissen. Wissen wo? Im Zelt. Gegner, Kampfschrei. Yay! Oh, okay. Wir werden alle sterben. Quali, reinige mich mal. Ich kann nicht reinigen. Hier, die Leute machen schon hier weiter.
aktiviere mal das Wachgeschütz. Ziel ist außer Reichweite. Das Ziel ist Arsenal tot. Hätte auf Selbstzerstörung eingestellt werden sollen. Das Arsenalzelt suchen. Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Der hält uns hier die ganzen Fritten vom Hals. Wollt ihr Spinnen töten? Yay! Töten wir die Spinne. Tankt, tanke. Wie geht das? Noch kannst du üben. Ich rette die unbekannte Frau. Mhm. Vorsicht, Grizzard. Hey, Kleine. Soll ich dir mal zeigen, wie mein Schwert schwingen kann? Kommen Sie da eine andere Frau, weißt du, ist er erstmal wieder total. Ja, der Tank ist gleich tot. Komm. Was? Wo war der Heiler? Genau. Ich sag da nicht hinlaufen, was macht er? Ich lauf da hin. Ja, kein Thema. Jetzt wäre der Weg frei. Volksbanken Reifeisenbahn. Ich bin hier, um zu tanken, nicht zu denken. Guck mal, ich treffe die Läufer, obwohl ich in die Luft schieße. So viel Trefferwert habe ich. So, Sprengladung platzieren. Sprengen wir die Kacke in die Luft. Weg hier! Ich bin gerade da! Kaboom! Ich kann das kaum nicht ansehen. Alleine die Herstellungskosten. Eine Sache, ich sehe immer noch eine Signatur von einem eigenständigen Heckenschützenanzug. Müssen wir ja auf den Heckenschützen aufpassen, ja? Und erstmal das Wissen holen, ja? Warum antwortet denn keiner? Alles schwer beschäftigt mit Unboxen. Schützen. Oh, hallo, folgst du mich? Lesrak hat schon wieder die Damen lassen. Ja. Oder hat sie mich entdeckt? Die arme Frau. Was soll das jetzt heißen? Durchrushen! Ich bin eine gute Partie. Aua. Tötet den Heckenschützen. Sehr schön. Hier ist ein Wissen. Ich weiß nicht, ob der Villan das schon hat. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, jeder hier hat das schon. Nein. Eukalypter nicht. Bist du jeder? Teil, ich bin ein Teil von jeder. Okay. So. Alles klar, jetzt muss ich hier das Lied zur schwarzen Pyramide bringen. Und dann könnt ihr mir nicht mehr helfen, das ist scheiße, ne? Yep. Jo. Dann kann ich ja die Quest nochmal zu Ende machen. Yep. Entschuldigung.
Welche Quest? Ja, bei mir hat's nicht gezählt mit den Bomben. Na, bei mir toll. Hat mit dem, mit dem ersten Wachgeschütz nicht gezählt. Oh, hallo. Auf zur schwarzen Pyramide. Schwarze Pyramide. Okay. Vielleicht. Porten wir uns lieber. Komische Granate brauche ich nicht mehr. So. Weniger rauchen, ich sag's euch. Bisschen mehr trinken. Ja. Puh. Willendash, übrigens. Ich hab jetzt Durchdringungswert. Hat ja auch lange genug gedauert. Endlich. Das heißt, du wirst dann mit dem DPS vor mir sein? Nein. Das sind etwas unter 200. Das reicht schon. Na, reicht noch nicht, glaube ich. Ich glaube, man brauchte so um den Tacker 500, um nicht mehr geblockt zu werden. Ja, ja. Ich muss ja erstmal das Lied spielen hier. Und eine Filmsequenz erschaffen. Wunderschön, dieses Gesangzeugs im Rhythmus, das Klicken der Mäuse. Und Wissen. Yay. Ich würde die nicht so weit da vorne machen. Das wird's wieder nicht. Solo-Instanz. Film. Wow. Ach, den kennen wir doch. Ich erinnere mich an Sie. Was für eine Arroganz anzunehmen. Sie könnten einen Propheten besiegen. Sie könnten einen Gott bekämpfen. Sehen Sie sich um. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet zu Ihrer toten Gottheit und bereiten Sie sich auf das ewige Feuer vor. Die schwarze Sonne wird das Fleisch von ihren Knochen brennen und sie in Asche verwandeln. Geht hin, meine Kinder, und tilgt diese Blasphemie im Namen von Aton. Für die Sonne! Für die schwarze Sonne! Oh oh, Gegnerz. So, ich habe jetzt alle mal gemutet hier. Jetzt klickern und klackern die mir hier noch in die Filmsequenzen weiter rum. Und sie können sich nicht weiter absprechen bei dem, was sie da machen. Das ist immer ungut. So. Oh, es geht ja ganz gut hier mit den Kultisten. Eine Chance. Also auch schon die nächsten. Auch irgendwann mal mehr Zeug für Massen. Oh, da kommt schon die nächsten.
Eieiei. Bin ich nicht schnell genug? Und der hier und der hier. So. Puh. Kurz heilen. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich an Zeug mit dabei? Guck mal, schon wieder welche. Ey, was wollt ihr denn eigentlich? Lasst mich in Ruhe. Ja. Da geht die Tür auf. Und der Endgegner. Wow. Erst schießen, dann verhandeln. Autsch. So, wen nehmen wir denn? Wir nehmen mal die hier. Ich bestimmt nicht drin stehen. Und nochmal Feuer. Okay, laufen, 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 raus aus dem Ding hier. What? Zack. Leider kann man den von hier nicht mehr beschießen. So, jetzt kommen wir wieder hin. So. Läuft ja ganz gut bisher. Ich denke, das gehört dazu. Wir nehmen mal hier diese Kriegs... Ah ne, das ist der Howie. Oh gut. Wo ist denn die Kriegsfrau eigentlich? Egal. Schauen wir gleich. Und Feuer! Hier, mehr Attacke. Hälfte haben wir schon, Leute. Oh, und weiter. Autsch. So, welche ist das? Die hier ist das doch. Oder nicht? Egal. Jetzt habe ich drei Buffs. Oder was ähnliches. Ja, was auch immer das ist. So nicht, mein Freund. Bam, bam. Oh, ich muss raus. Nein! Die Brücke geht weg. Lauf, 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 lauf. Da ist die Brücke auch weg. Nein, 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 nein. Da, ah, die Brücke ist da. Wow. Gerade noch so rausgekommen. Und geschafft, Leute! Yay! Imba Eukalypta. Ich besiege hier so einen alten Atron-Gott und dann werde ich von komischen Orochis zu niedergeschlagen. Mann, Mann, Mann. Merkwürdig.
die Eisschollen überqueren. Wir gaben dir Geschenke, du nahmst sie an und dann wendest du dich gegen uns. Undankbares Kind, wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und Gnade und Großmut zu erwarten? Du bist lächerlich, ich und komm nie. Ohne Bedeutung wäre ich der Ansicht, du wärst einen weiteren Gedanken wert. Ich würde dich vernichten, aber du bist unserer Aufmerksamkeit unwürdig. Okay. Also anscheinend haben wir wirklich, ich könnte mich da echt nicht mehr dran erinnern. Du glaubst, du kannst anderen trauen, die du liebst und schätzt. Du glaubst, dass Freundschaft mehr ist als eine Illusion. Sie gehören alle uns, ihre Worte, ihre Taten. Wir flüstern in ihren Träumen und sie folgen unserem Befehl. Wer sind sie? Eindringen und dort alles zerstören. Wir können dich als leere Hülle zurücklassen oder dich mit Angst und Wut erfüllen wie jene, die du in der Welt über uns gesehen und bekämpft hast. Anscheinend haben wir also das Geschenk also doch angenommen. Irgendwie erst mich beschimpfen und niedermachen? Nee, das ist nicht so meins hier. Vor dem Abbild niederknien oder es angreifen. Also diesmal greif mal an. Du bist undankbar. Wir reichen dir die Hand der Vergebung und du spuckst hinein. Du mickriges kleines Ding. Du unwürdiges Tier. Du infizierst unsere Träume nicht mehr. Und vergiss den Reichtum der neuen Welt. Okay. Senden wir da mal den Bericht. Kehren Sie zu den Drachen zurück. Okay. Kurs 8. Ja, wir haben inzwischen schon bessere Waffen. Zeug. Okay, dann müssen wir jetzt einmal zurück nach Seoul. Thank you.
melden uns bei unserer Fraktion. Ganz schön viele Ladebildschirme hier. So. Das mal schnell machen, damit wir die anderen gleich wieder finden können. Hier viel zu selten, Leute. Hier geht's rein. Wir glauben an Vorsehung und Unvermeidbarkeit von Veränderung durch Chaos. Aber wir wollen keinen ständigen Fluss, sondern Ordnung. Und das nicht als Einzige. Andere haben auch Modelle und mischen sich in Vorgänge ein, um die Zukunft im Detail zu steuern. Wie die Orochi Group. Sie ist eine konstante Unbekannte. Unberechenbar, kaum zu manipulieren. Sie verweigern sich vollkommen unseren Theorien, egal wie direkt wir sie anlegen. Wie schädigend. Wir stören das System durch stille Aktionen mathematischer Gewalt. Sie stören, indem sie das System sprengen. Wir hätten Jahre an dem Modell arbeiten können. Die Ereignisse in Ägypten waren unmöglich vorherzusagen. Vielleicht eine Warnung vor dem, was vor uns liegt. Orochi ist auch ein Drache. Einer mit 8 Köpfen. Mehr Köpfe bedeuten nicht zwingend mehr Macht, aber sie können viele Fäden auf einmal ziehen. Sie können auf vielen Ebenen stören. Sie wollen uns nicht nur in unserem eigenen Spiel schlagen. Sie wollen das Spiel verändern. Aber das Spiel zu ändern war immer unser Vorrecht. So soll es auch bleiben. Okay, einen Gamer finden. Kurz mal hier Zeug verkaufen. Wie viel Barren? Ja, wir haben relativ wenig Barren. Könnten wir irgendwann mal so ein lilanes Gewehr ganz gut gebrauchen. Ja. Hier durch. Wo finden wir einen Gamer? Oh, ein Wissen. Yay, Wissen. Das Motel. Hier ist der Agatha-Eingang. Das Motel will ich jetzt eigentlich nicht. Aber hier mal die Straße lang. Wo war nochmal das Polizeirevier? Hier, nicht wahr?
So. Spieler, das sind doch alles Gamer hier. Hier musste man nur in die Ecke anscheinend. Gensana, 찾아올 줄 알았어. 예언이란 스킬은 참 쓸만해. 분당 행동 수도 210이나 되거든. 나는 민맥스야. 10년 동안 리그 최고였으니까 내 플레이도 본 적 있겠지? 오로치는 아주 좋은 스폰서야. 나한테 이기라고 돈을 주지. 가끔은 져달라고 돈을 줄 때도 있어. 그리고 나를 위한 새 훈련을 하고 있다더군. 프로메테우스 이니시에이트. 예언에 올인하는 거지. 빠른 응답 속도와 코드 크랙까지. 얼마 안 있으면 그 훈련이 게임보다 중요하게 될 거야. 우리 팀원들은 물론이고 다른 팀원들까지 모두 그 훈련을 하느라 정신이 없어. 밤낮을 가리지 않고 열심히 훈련에 빠진 아이들로 가득했지. 컴퓨터처럼. 사람으로 만든 컴퓨터처럼. 나는 그때 나왔어. 그 다음에 사건이 터졌지. 게임 대회 스캔들 말이야. 그걸 나한테 뒤집어 씌웠어. 상금은 빼앗겼지. 사람들은 나를 찾았어. 경찰까지도. 하지만 나는 경찰 바로 위에 있지. 그래도 끄떡 없어. 거기를 찾고 싶은 거야? 오로치가 아이들을 데려간 곳? 내가 알려줄 수 있지. 지금? 좋아, 빨리 하자고. 게임 시작이야. 오케이. Zum Ori-Komplex in Seoul gehen. Aber ich würde sagen, da gehen wir erst in der nächsten Folge hin. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Now.